Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht es um achsensymmetrische Dreiecke. Ich habe euch schon 4 achsensymmetrische Dreiecke mitgebracht und die sollt ihr heute messen. Natürlich braucht ihr sie vorher nicht zeichnen, ich habe sie euch ja schon ausgedruckt mitgebracht und daher habt sie im besten Fall jetzt vor euch liegen. Ihr nehmt bitte euer Heft quer und klebt dort bitte dann diese 4 Dreiecke ein mit der Überschrift. Darunter kommt folgende Tabelle. Ihr seht hier, steht Dreieck, hier steht Dreieck 1, das ist das hier, Dreieck 2, das ist das hier, Dreieck 3, das ist das hier und Dreieck 4, das ist das hier. Ja? Und ihr sollt jetzt in diesen Dreiecken messen, die Seitenlängen, die Winkelmaße und die Symmetrieachsen sollt ihr zählen. Ja, Symmetrieachsen, das vermutet ihr am Schluss mal. Was ihr messen müsst, sind Seitenlängen. Die kleine Seite A, wisst ihr noch, die liegt der großen Punkt A gegenüber. Die kleine Seite B liegt dem großen Punkt B gegenüber. Also das heißt immer, die Seite liegt dem Punkt gegenüber. Bei dem Winkel ist es anders. Da ist der Winkel dort, wo quasi der Punkt ist. A Alpha, B Beta, C Gamma. Und so misst ihr das Ganze jetzt quasi. Und morgen werten wir das Ganze dann aus. Und bitte genau messen.